Der Subaru Levorg wurde erst im September diesen Jahres auf der IAA in Frankfurt der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Er ist der kompakte Nachfolger des Legacy. Ich bin den Wagen über eine Distanz von 1000 Kilometer gefahren, um mir darüber ein Bild zu machen. Der Levorg ist eine sportlich orientierte Kombikarosse. Die Lufthutze für den Intercooler auf der Motorhaube und die gedrungen auf den 18 Zoll Niederquerschnittsbereifung liegende Karosse signalisiert Vorspannung. Wenig Kundenauswahl gibt's im Antriebsstrang. Einziges Motorenangebot ist ein 1,6 Liter Benziner. Dank Turboaufladung erzielt er eine Leistung von 125 kW, 170 PS, bereits bei 4800 Umdrehungen. Insbesondere auch das bereits bei 1800 Kurbelwellenumdrehungen anstehende Drehmoment von 250 Newtonmeter erinnert eher an das satte Plateau eines modernen Diesels. Getreu bekannten Traditionen erfolgt der Vortrieb des Boxermotors über alle vier Räder. Als Getriebe verwendet Subaru die Lineartronic, also eine variable, gliederbandgesteuerte Wandlerautomatik. Der drehmomentstarke Motor funktioniert sehr gut mit der Lineartronic. Erst bei maximaler Beschleunigung im obersten Geschwindigkeitsbereich ist vereinzelt der auftretende Gummibandeffekt des CVT-Getriebes zu spüren. Bei normaler Fahrweise benötigt der Motor keine hohen Drehzahlen. Überwiegend ist man im Bereich um die 2000 Umdrehungen unterwegs. In der längsten Übersetzungsstufe liegen bei 3000 Umdrehungen bereits eine Geschwindigkeit von 150 km/h an. Über Schaltwippen am Lenkrad kann der Fahrer die Schaltweise des CVT-Getriebes beeinflussen.